Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Coffinist.de und heute müssen wir fast sagen, willkommen zurück. Wir hatten eine ganz kleine Pause und ich bin wieder hier mit Mauricio zusammen. Hallo. Und mit zwei Kaffee-Vollautomaten und das ist ein Vergleich, den sich ganz, ganz, ganz viele Zuschauer gewünscht haben. Ich kriege immer Anfragen, Kommentare. Wir kriegen richtig viele unzählige Kommentare. Es wird auch immer mehr und ich versuche alles immerhin zu lesen. Beantworten klappt schon nicht immer ganz so gut. Gerade hier auf YouTube ist es einfach zu viel, aber wir versuchen das immer alles zu lesen. Und einer der häufigsten Wünsche war auf jeden Fall, dass wir mal den Siemens EQ6 vergleichen mit dem Philips Series 5400 Latte Go. Und das machen wir mal. Und in diesem Video werden wir einen Espresso und schwarzen Kaffee und Latte Macchiato machen und ein bisschen darüber sprechen, was welcher Vollautomat besser kann und für wen welcher Vollautomat vielleicht die richtige Wahl ist. Und vor allem, welchen wir persönlich besser finden. Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt beantworten kann. Das ist nicht so, das ist schon wieder zu stressig. Wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei dem Video und gucken mal, was dabei rauskommt am Ende. Bis gleich. Ich habe ja hier in dem Community-Chat, es gibt ja auf YouTube auch noch so eine, bei jedem Kanal nochmal so einen Community-Bereich, wo man halt auch so ein bisschen, wo YouTube versucht, das zu machen, was Instagram auch macht im Prinzip, ne? Wo du Fotos posten kannst oder auch so kurze Videos. Und da habe ich auch schon mal reingeschrieben, dass wir jetzt heute wieder das erste Video machen, das bei YouTube veröffentlicht wird. Und ich wurde ja schon von ein paar Leuten gefragt, was los ist, ob irgendwas ist, ob wir krank sind. Die meisten haben gefragt, ob wir Urlaub machen und stimmt alles nicht, uns geht's gut, wir sind nicht krank, wir haben auch keinen Urlaub gemacht, wir haben super viel gearbeitet und haben einfach nicht geschafft, die YouTube-Videos zusätzlich zu machen. Sehr viel hinter den Kulissen gearbeitet sozusagen. An spannenden Sachen hinter den Kulissen gearbeitet, dazu wird es in den nächsten Tagen und Wochen auch noch mehr geben. Es ist nämlich auch nicht so, dass wir keine Videos gemacht hätten, es ist nur so, dass wir keine Videos auf YouTube veröffentlicht haben. Aber nicht mehr verraten, alles weitere kommt später. Mehr gibt's jetzt nicht. Wir sind hier mit den zwei Vollautomaten beschäftigt. Und wir werden jetzt nicht alles ganz umfänglich mit denen nochmal testen, sondern nur diese drei Getränke machen, wie angesprochen, also Espresso, schwarzer Kaffee, Latte Macchiato. Und dann könnt ihr euch nochmal in den anderen Videos und Testberichten auf coffinist.de die ganzen Informationen anlesen drumherum oder noch mehr Videos angucken. Ich werde euch die Einzeltestberichte, die aktuellsten zu den beiden Vollautomaten mit den Videos auch hier drunter verlinken. Sowohl Video als auch in schriftlicher Form. Genau, wir haben das ja immer in beiden Ausführungen. Das heißt, ihr könnt es angucken und anlesen, wie ihr wollt. Für die Lesefaulen können sich das Video angucken und die, die es ganz genau wissen wollen, können sich die Artikel durchlesen. Und was ich da auch nochmal verlinke, ist, wir haben auch Videos, wo wir nochmal ein bisschen die Unterschiede bei den Modellen erklären von den Herstellern. Also ein Video, wo wir alle Philips-Geräte nebeneinander gestellt haben und sagen, das sind sozusagen die Stufen, die ihr mehr bekommt, wenn ihr ein etwas teureres Gerät kauft. Und bei Siemens haben wir auch ein Vergleichsvideo gemacht, wo wir dann EQ5, EQ9 und EQ6 drin hatten und die verglichen haben. Das verlinke ich euch auch nochmal. Da kriegt ihr dann noch viel mehr Informationen. Und uns geht es jetzt einfach darum, euch zu unterstützen, wenn ihr jetzt gerade vor der Entscheidung steht, kaufe ich den einen, kaufe ich den anderen. Ich weiß, viele gucken jetzt auch zu, die wissen wollen, habe ich den richtigen gekauft? Das müssen wir natürlich auch hinkriegen, die jetzt nicht zu enttäuschen. Aber ich glaube, das machen wir dann auch ganz gut. Auf jeden Fall geht es dann ja so ein bisschen um die Entscheidung, wer ist für welches Gerät ist für wen das Richtige. Und wir fangen jetzt einfach mal an, den Espresso zuzubereiten. Habe ich schon eingestellt, ich habe den Mahlgrad bei beiden Geräten relativ fein eingestellt. Ich glaube, bei beiden jetzt sogar den feinsten Mahlgrad. Und bei dem Espresso habe ich jetzt ein bisschen die Bezugsmenge erhöht bei beiden, weil mir das besser gefallen hat. Den machen wir jetzt mit 70 Millilitern. Und wir haben im Vorhinein auch schon mal die Lautstärke bei dem Mahlgrad gemessen, weil das immer besser geht als im Video, weil im Video hört ihr natürlich immer durch das Mikro so die Lautstärke, ist ein bisschen komisch, das nicht ganz, deswegen messen wir das immer vorher noch einmal nach. Kurze Nachfrage, du hast gesagt 70 Milliliter Espresso, ist das richtig? Nee, 40. 40, du hast 70 gesagt. 40, okay, das war Unsinn. Nein, 40 Milliliter Espresso, ein bisschen mehr als sonst, aber nicht so viel mehr. Nee, 40. Dann habe ich Mist erzählt, ohne das zu merken. Macht ja nichts. Dafür bin ich ja da, für solche Sachen. Ja, sehr gut. Das Korrektiv. So, dann haben wir, Lautstärke. Und da vergeben wir schon die Punkte. Da hatten wir nämlich bei dem EQ6, habe ich jetzt 68 Dezibel gemessen. Ja.
Und bei dem Philips Vollautomaten 71,6, der war also lauter, was den Mahlgrad angeht, deswegen können wir da schon mal einen Punkt vergeben. Aber die Lautstärke werdet ihr gleich auch nochmal hören. Das ist natürlich immer so ein bisschen verzerrt mit dem Mikrofon, dafür haben wir das ja schon gemessen. Ich gehe jetzt mal rum und zeige euch nochmal, wie wir das eingestellt haben. Also wir haben den Mahlgrad bei beiden Geräten fein eingestellt und können jetzt hier einfach die Espresso-Taste drücken. Und dann seht ihr, dass ich die Kaffeepulvermenge relativ hoch eingestellt habe. Das ist die erste Bohne, die Füllmenge eher niedrig. Und das letzte hier ist eine doppelte Tasse. Da könntet ihr dann sozusagen die Doppeltassenfunktion machen, dass ihr zwei Getränke gleichzeitig zubereitet. Und dann könnt ihr hier den Play-Button drücken. Und das ist bei beiden Geräten relativ ähnlich mit diesem Play-Button. Und dann machen wir jetzt erstmal den Espresso. Habt ihr jetzt das Mahlwerk gehört und ihr habt gesehen, so ein bisschen Vibration hier ist in der Tasse, die ist ein ganz bisschen verschoben. Und hier bei dem EQ6 ist es so, dass ich jetzt tatsächlich bei dem Espresso die Menge groß eingestellt habe, weil wir da sehr viel mit experimentiert haben in letzter Zeit und mir der da einfach am besten von der Struktur her gefallen hat. Und das werden dann ungefähr 40 Milliliter und das ist ja dann auch vergleichbar. Und da, ich warte jetzt noch ganz kurz, bis der andere ganz durchgelaufen ist. Weil dann habt ihr hier auch nochmal das Geräusch. Ja, das war schon. Und bei dem EQ6 ist es auch so, dass ihr so eine ganz leichte Vibration habt und die Tasse sich so ein ganz bisschen bewegt. Das tut sich auch nichts. Wenn man jetzt hier das hochstellt, hat man auf dem Philips-Gerät immerhin schon mal so eine kleine Abstellfläche. Und bei dem EQ6 ist da einfach nur so eine Metallfläche. Das sieht gut aus, aber ist natürlich dann, wenn man oben was abstellen will, nicht so praktisch. Ja, und die wird auch jetzt nicht signifikant warm. Also nee. Jetzt nicht, du kannst jetzt damit die Gläser nicht vorheizen. Also wir haben jetzt zwei Espressos und die haben beide ungefähr 40 Milliliter. Die haben wir beide mit einem feinen Mahlgrad eingestellt. Und die haben wir beide natürlich mit gutem, anständigen Kaffee gemacht. Das ist ja immer besonders wichtig. Haben wir nämlich unseren Kaffeebohnen hier benutzt und die verlinken wir euch auch nochmal hier drunter unseren Shop, da könnt ihr den dann kaufen, wenn ihr wollt. Ist ja immer wichtig, dass man einen Kaffee hat, der gut funktioniert mit dem Vollautomaten und halt auch bei Espresso, schwarzen Kaffee und auch den Milchgetränken ganz gut schmeckt. Wir haben ja auch immer ein Motto, was wir hier im Kanal gerne mal sagen, denn nur wenn man oben was Gutes reinkippt, dann kommt unten auch was Gutes raus. So ist es. Und das kriege ich mittlerweile auch schon oft auf Instagram geschrieben und so. Und das ist schon ganz spannend. Auf jeden Fall ist es so, dass die Crema bei dem Philips-Gerät so ein bisschen dunkler aussieht, so ein bisschen kräftiger. Hier ist sie so ein bisschen dünner, aber auch geschlossen, sieht auch gut aus, ist einfach aber nicht so dunkel. Und da würde man jetzt schon mal denken, dass der ein bisschen kräftiger wird, der Espresso, und dieser hier ein bisschen milder. Aber wir probieren das mal. Ja, also beim ersten Trinken hat der auf jeden Fall ganz gut Wumms. Also gefällt mir richtig gut. Die Schokolade kommt aber trotzdem durch, also wird jetzt nicht irgendwie erdrückt oder so. Mhm. Also eine angenehme Süße auch noch. Also schon ein deutlicher Unterschied. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man den zuerst trinkt, weil der ist tatsächlich ein bisschen milder. Ja. Und der ist dann sehr kräftig, der haut einem richtig einen drauf. Da kann man dann vielleicht die Kaffeepulvermenge noch ein bisschen reduzieren. Mhm. Oder man mag es halt so kräftig. Das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Das ist auch mal ganz schwer, da genaue Empfehlungen zu geben, weil das muss man einfach ausprobieren, was gut ist. Ich finde tatsächlich jetzt beide relativ lecker. Also man hat ja hier noch so ein bisschen mehr so eine Spritzigkeit drin, würde ich sagen. Und hier ist es echt nochmal, die Schokolade hat nochmal ein bisschen mehr Kraft. Ja, so ein bisschen schwerer einfach. Ja. Ich finde die jetzt tatsächlich beide lecker. Ich finde auch beide von der Temperatur her sehr gut. Der sieht besser aus, aber dafür vergeben wir keine Punkte. Das heißt, beim Espresso würde ich jetzt sagen, das ist eher unentschieden. Ja. Und ja, hat mir auf jeden Fall... Ja, vielleicht nochmal ganz kurz was auch zum Geräusch. Man hat hier, glaube ich, so ein bisschen gehört, dass der durchaus ein bisschen höher mahlt, der Philips Kaffeevollautomat. Und EQ6 halt schon auf jeden Fall leiser war, haben wir auch gemessen. Und nicht ganz ein hohes Geräusch. Aber was hier natürlich auch witzig ist, man sieht hier drin, ist irgendwie eine Funktion, die so ein bisschen wackelt.
die quasi die Bohnen noch so ein bisschen weiter reinwackelt. Das habe ich jetzt beim Eco 6 ist das, glaube ich, nicht so. Das ist auch nochmal interessant. Das heißt, manchmal hat man ja irgendwie das Problem, dass der Automat sagt so, ja, bitte Bohnen nachfüllen, obwohl jetzt eigentlich noch Bohnen drin sind. Und mit dieser Funktion, was der Philips hat, passiert das halt nicht. Das heißt, da kann man auf jeden Fall ziemlich gut restlos die Bohnen verbrauchen und dann erst nachfüllen, wenn man das möchte. Ja, also das war jetzt mein Stichwort, Kaffee nachfüllen. Ja. Das ist dann auch mal wichtig. Nochmal zum Mahlgrad ist es halt auch so, dass es tatsächlich ein bisschen darauf ankommt, auch was für einen Kaffee man da benutzt und wie lange die Röstung zurückliegt. Tendenziell kann man sagen, dass wenn ihr einen besonders frischen Kaffee habt, man den Mahlgrad jetzt eher ein bisschen gröber einstellen muss. Und wenn er schon gut abgelagert ist, dann kann man ihn eher wieder ein bisschen feiner einstellen. Dann müsst ihr auch nicht erschrecken, wenn er jetzt nicht auf die feinsten Mahlgrade kommt, wie wir jetzt hier, sondern das ein bisschen gröber einstellen müsst. Das ist völlig normal, dass man das unterschiedlich machen muss. Je frischer ein Kaffee ist, tendenziell desto gröber muss man dann den Mahlgrad einstellen. Da tritt einfach dann noch viel Kohlenstoffdioxid aus und da passiert dann einfach noch sehr viel bei sehr frischem Kaffee. Deswegen ist ja auch die Empfehlung für unseren Kaffee, den ruhig ablagern zu lassen nach der Röstung. Den könnt ihr dann, sagen wir mal, 8 bis 14 Tage noch gut liegen lassen in der geschlossenen Packung. Dafür hat er auch ein Ventil, kann kein Sauerstoff rein, können aber Gase austreten. Und dann, ich finde ihn eigentlich so nach 10, 14 Tagen am besten. Und wir machen jetzt nochmal einen schwarzen Kaffee. Coffee. Und dann machen wir dann wieder die Einstellung so wie eben. Play. Und da machen wir jetzt ungefähr 120 Milliliter. Das ist bei dem Siemens dann die mittlere Größe. Ja, zwischendurch kann ich mal was zum Preis sagen, weil die sind ein bisschen unterschiedlich im Preis. Der EQ6 ist ein bisschen teurer, der kostet ungefähr 200 Euro mehr. Der kostet so, also ich habe letztes Mal, glaube ich, 800 Euro bezahlt, als ich den gekauft habe. Ich habe aber nochmal nachgeguckt, ich glaube, gerade kostet der 50 Euro mehr. Kommt aber auch darauf an, wo man guckt. Den gibt es halt bei Mediamarkt, Saturn, Amazon. Verlinke ich euch hier drunter auch nochmal, wo ihr den kaufen könnt. Und der Philips ist ein bisschen günstiger, 200 Euro weniger, also um die 600 Euro kostet der, 599. Wie gesagt, in verschiedenen Ausführungen könnt ihr euch nochmal ein anderes Video angucken. Da versteht man dann nochmal besser, warum die Preisunterschiede bei Geräten, die eigentlich fast gleich aussehen sind. In dem Fall ist das halt die Version mit dem Display. Und das heißt, wenn ihr da jetzt sehr auf den Preis achtet, habt ihr auf jeden Fall dann den Vorteil bei Philips, dass der einfach günstiger ist. Das ist halt einfach so. Oh, habe ich das jetzt ein bisschen daneben gestellt? Ja, es könnte sein, dass es ein bisschen daneben gelaufen ist, aber das macht nichts. Mal gucken, ob man da auch einen Unterschied sieht. Und das ist auch wieder so, dass der ein bisschen dunkler geworden ist bei dem Philips. Und wir haben jetzt, wir fangen jetzt mal beide an, den hier dann zuerst zu trinken. Mhm. Aber von der Temperatur ist der auf jeden Fall schon mal gut. Ja, also in der Nase hat er auf jeden Fall auch noch eine gute, ist auch noch, also riecht auf jeden Fall noch gut kräftig. Ist jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, oh, da hat er jetzt viel an Aroma verloren. Temperatur finde ich super. Also ja, gefällt mir für einen Kaffee aus dem Vollautomaten, gefällt er mir richtig gut hier. Ja, dann probier nochmal einen anderen. Ja. So. Sieht aus wie so ein Maxi-Espresso, weil die Creme relativ stark ist. Quadruple-Espresso. Temperatur ist auch super. Ist halt tatsächlich auf jeden Fall auch wie beim Espresso auf jeden Fall kräftiger. Das ist halt dann jedem selber so ein bisschen überlassen, natürlich, wie ihm das am besten schmeckt. Ich würde witzigerweise beim Espresso, glaube ich, zum Philips tendieren und beim Siemens so geschmacklich eher zu der Variante. Ich bin mir gar nicht genau sicher, warum, aber mir hat der jetzt irgendwie sogar ein bisschen besser geschmeckt. Aber mir hat der ein bisschen besser geschmeckt. Okay. Dann können wir auf jeden Fall keine Punkte vergeben, weil der noch ein bisschen volleren Körper hatte. Mhm. Der hat jetzt ein bisschen weniger vollen Körper und das ist halt was mich am
Kaffee aus Vollautomaten tendenziell immer eher stört. Es ist natürlich aber auch einfach ein bisschen Geschmackssache, wie ihr seht, offensichtlich. Deswegen werden wir für Kaffee und Espresso jetzt jeweils keine Punkte vergeben. Das ist ein bisschen langweilig. Naja, so ist es halt. Ich hoffe, das wird dann ein bisschen spannender beim Latte Macchiato. Den machen wir jetzt einfach gleich direkt nochmal danach. Wir machen jetzt aber gleich im Anschluss erstmal noch den Latte Macchiato, weil das ist ja unser wichtigstes Getränk. Und gucken uns mal an, wie das so wird. Ihr habt ja hier bei dem Philips Latte Go das Milchsystem, wo man den Milchbehälter einfach so abklipsen kann. Das ist natürlich ganz praktisch, weil man den dann sehr leicht sauber machen kann. Und das, der Nachteil davon war immer, dass er früher wirklich sehr laut war. Mittlerweile ist er ein bisschen leiser geworden. Wir müssen dann hier einfach die Latte Macchiato-Taste drücken. Sehen wir die ganzen Voreinstellungen wieder, die ich gemacht habe. Und ich habe beim Milchschaum jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen reduziert, weil der zu voll geworden war mit zu viel Milchschaum. Wir wollen ja tendenziell immer viel Milchschaum haben. Und dann drücke ich mal Play. Und gleichzeitig machen wir jetzt hier aber auch schon mal unseren Latte Macchiato mit dem Siemens EQ6. Kaffeestärke habe ich eingestellt, extra stark. Und dann machen wir auch Start. Diesmal habe ich das Glas gut hingestellt, weil man das kann mal ein bisschen näher ranschieben. Sieht eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Für den Kaffee. Ja, also wir hören auf jeden Fall ja schon auf jeden Fall einen Unterschied. Auch hier bei dem Milchschaum ist der EQ6 wieder wesentlich leiser. Hier hat man am Anfang einen relativ lauten Vorlauf gehabt für eine Sekunde oder so, wo man denkt, so, oh, ist es jetzt tatsächlich so laut? Aber dann beruhigt sich der Philips auf jeden Fall wieder und wird dann deutlich leiser im konstanten Milchbezug. Ja, das ist so dieser Klassiker, dieses Zischen am Anfang. Ne? Genau, und am Ende auch nochmal so ein bisschen. So, das macht der EQ6, wie wir eben gehört haben, auch ein bisschen, aber der Philips genauso. Also dafür für die Lautstärke auf jeden Fall wieder natürlich den Punkt für EQ6. Aber bei dieser Kategorie geht es ja so ein bisschen auch um die Milchqualität, die Milchmenge, was einem halt da gut gefällt. Insofern schauen wir mal, wer sich da den Punkt holen kann. Oh, das sieht doch schon vernünftig aus hier. Ich warte noch auf den Kaffee. Ja, du hast den zuerst angemacht wahrscheinlich auch. Mhm. Ja. Profile könnt ihr einstellen bei beiden Geräten. Das gibt, glaube ich, 4 Profile bei beiden Geräten. Ich glaube, hier kann man noch so ein zusätzliches Gastprofil anlegen. Es ist aber in der Praxis, benutzt, glaube ich, fast niemand 4 Profile, solange man da 2, 3 hat. Ist das in Ordnung? Kann natürlich mal sein, dass man irgendwie so eine Bürogemeinschaft hat, wo es dann doch ein paar mehr Leute gibt, die das machen. Von den meisten Leuten höre ich so, dass es so manchmal 1, 2 Leute Profile benutzen. Meistens wird das gar nicht benutzt. Ob ihr jetzt 4 oder 8 Profile habt, das wird in den allermeisten Anwendungsfällen nicht so wichtig sein. Jetzt ist ja auch eigentlich meine Lieblingskategorie, weil so Milchschaum finde ich ja auch immer äußerst spannend. Und das ist ja auch mein Lieblingsgetränk. So. Ich weiß auch, dass viele unserer Zuschauer das deren Lieblingsgetränk ist. Holst du den auch nochmal hoch? Ja, ich hole den auch nochmal hoch. Schwuppdiwupp. Und ich habe ja immer einen klaren Arbeitsauftrag, nämlich so viel Milchschaum wie möglich zu produzieren, wenn ich die einstelle. Und da seht ihr jetzt schon rein vom Volumen her. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall, also 3 Finger haben wir locker beim Philips-Gerät, was mich natürlich sehr zufriedenstellt. Hier haben wir eher 2 Finger. Ja. Aber was man ganz eindeutig sieht, ist, dass der Milchschaum hier bei dem Siemens EQ6 viel, viel, viel feiner geworden ist. Ja. Und der sieht jetzt so richtig splöderig aus, ne? Genau, also das Aussehen, hier hat man auch noch richtig 2 große Löcher drin von dem Bezug. Da macht auf jeden Fall der EQ6 wesentlich mehr her und da sieht man einen deutlichen Unterschied. Und auch wenn es hier halt mehr Milchschaum ist, muss man sagen, er verpufft halt auch ein bisschen schneller. Also es ist halt alles so ein Für und Wider. Von der Präsentation her macht der EQ6 auf jeden Fall einen viel besseren Eindruck. Die Temperatur wiederum gefällt mir sehr gut beim Philips. Das heißt, ich verbrenne mich jetzt. Das heißt, wahrscheinlich verbrennst du dich. Ich trinke es ja immer so ein bisschen heißer. Also aber ich glaube, das geht. Du musst ein bisschen aufpassen. Und hier ist sie. Oh. Ja, eine super Sämigkeit hat der Milchschaum auf jeden Fall. Das ist, also so sollte er auf jeden Fall sein, von der Konsistenz.
Aber die Temperatur, würde ich sagen, ist eigentlich fast gleich, ne? vom Geschmack her. Also gab es keinen großen Unterschied. Wird mir jetzt echt schwerfallen, mich zu entscheiden. Ich bin ja ein super Milchschaum-Fan, also wenn es um viel Milchschaum geht. Also ich finde den, der schmeckt schon besser. Ja, also da müssen wir mal einen Punkt hier vergeben, weil der ist einfach auch von der, also es ist einfach von der Konsistenz viel besser. Ich werd überstimmt. Mm. auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Also wie gesagt, mir würde es jetzt halt sozusagen schwerfallen, weil ich eben Fan bin von viel Milchschaum, aber die Qualität ist einfach, also muss man schon sagen, EQ6 ist da besser. Es ist so, beim EQ6, der hat jetzt eine gute Temperatur, so, man kriegt den allerdings auch nicht heißer eingestellt. Wenn man jetzt im Menü die Einstellung verändert für die Temperatur und man ein Getränk mit viel Milch macht, dann wird nur die Temperatur von dem Kaffeeanteil verstellt und das macht nicht viel aus. Das heißt, ihr habt dann keine große Möglichkeit, bei der Temperatureinstellung was an der Milchtemperatur zu ändern. Ich finde es jetzt aber völlig in Ordnung. Ich schätze mal, der wird jetzt so knapp über 60 Grad haben und der so 65, der war vielleicht ein bisschen heißer. Mhm. Finde ich alles in Ordnung. Ich finde so zwischen 60 und 65 Grad sollte er haben. Und den Punkt für einen Latte Macchiato vergebe ich jetzt eindeutig. Ja, du hast die Stimmengewalt. An den EQ6. Wobei wir ja bei Kaffee uns nicht einig waren, nicht so ganz einig waren, bei Espresso. Nein, aber die Stimme liegt wirklich deutlich auch da, weil auch die, auch die Lautstärke ist auch hier. Das heißt also, sowohl Lautstärke als auch Qualität des Milchschaums ist auf jeden Fall auf der Seite. Also Lautstärke hat er aber dann, ist ja generell, hat er nichts mit dem Latte Macchiato zu tun. Nee, aber... Das ist dann ein anderer Punkt. Ja. So. Lautstärke haben wir drüber gesprochen, Preis haben wir drüber gesprochen. Die Getränke haben wir auch schon drüber gesprochen. Jetzt müssen wir nochmal angucken, wie das Display aussieht. Und da seht ihr, dass die Farben und so das Lichtkonzept von dem Philips-Gerät doch irgendwie ein bisschen freundlicher, ein bisschen heller ist. Und bei dem Siemens EQ6 ist es so sehr industriell, ne? Ja, also es sind halt zwei unterschiedliche Ansätze auf jeden Fall. Du hast beim EQ6 hast du die Getränke quasi als LED, die von hinten sozusagen beleuchtet sind. Und hier bei dem Philips-Gerät sieht es eher, sehen die Getränke Schalter eher aus wie so Aufkleber, kann man quasi sagen. Aber es sind ja auch so Bildchen, ne? Es sind Bildchen, aber hier ist es quasi im Display eingebaut und du hast natürlich. Wenn du dir die beiden Displays anguckst, vom EQ6 und von Philips, hast du natürlich hier ein schönes mehrfarbiges Display. Und quasi beim EQ6 nur so ein zweifarbiges, wo dann halt der Status des jeweiligen Getränkes angezeigt wird. Insofern optisch und grafisch würde ich auf jeden Fall sagen, dass hier der Philips auf jeden Fall mehr hermacht. Und je nachdem, wie ihr das von der Handhabe gut findet, auch von der Benutzerfreundlichkeit natürlich relativ einfach ist, weil man hat einfach die Knöpfe, wo man draufdrücken kann und kann die eigentlich sehr leicht auswählen. Hier ist einfach so dieser Blauschimmer, macht es halt einfach so ein bisschen kälter, ne? Es ist so eine andere Stimmung auf jeden Fall. Es ist halt ein bisschen Geschmackssache. Ich kann mir auch vorstellen, dass es unterschiedlich gut in Küchen passt, je nachdem, was man da für so ein Design hat. Wenn das jetzt so sehr... Wenn man so eine sehr gemütliche Küche hat, dann ist wahrscheinlich der Philips auch ein bisschen besser, passt da ein bisschen besser rein. Wenn man jetzt so eine sehr designte, so minimalistische Bauhausküche hat, so ein bisschen industriell, dann passt vielleicht der EQ6 da besser rein. Das ist natürlich immer Geschmackssache und das müsst ihr dann selber einfach entscheiden, was euch besser gefällt. Vom Farbdisplay her ist einfach der Philips so ein bisschen farbiger. Ja, bisschen man merkt schon, dass der einfach ein bisschen neuer ist. Auch. Also dass da einfach eine neuere Display-Generation drin ist als hier. Wäre jetzt für mich persönlich kein Kaufkriterium, aber es gibt natürlich Leute, die da besonders viel Wert drauf legen. Mhm. Ansonsten hat er halt so ein bisschen mehr von diesen Edelstahlkomponenten und sieht dadurch wirklich sehr hochwertig aus, dadurch, dass ihr vorne auch so eine große Fläche habt. Das ist bei dem Philips ein bisschen anders. Der ist auch so ein bisschen mehr, wirkt so ein bisschen plastikmäßig. Ja. Also die Seiten hier sind auch aus Kunststoff, aber das hier wirkt so ein bisschen plastikmäßiger auf jeden Fall. Da merkt man dann doch nochmal, dass der Preisunterschied von 200 Euro ein bisschen was auch beim Material ausmacht. Mhm. Ne? Ja, insgesamt ist der Philips-Automat auf jeden Fall schlanker. Ne? Mhm. Also der EQ6 ist so ein bisschen breiter. Ich will nicht sagen bolidiger, weil der wirkt jetzt auch wirklich nicht groß. Mhm. Aber jetzt im Vergleich ist der Philips dann nochmal so ein bisschen, nochmal hat eine schlankere, etwas schlankere Linie. Ja, und was man halt auch noch bedenken muss, bei dem Siemens EQ6 braucht ihr halt daneben noch Platz für einen Milchbehälter, wo auch immer ihr hier diesen Rüssel reinsteckt. Also ob das eine Tasse ist, ein Pitcher oder direkt die Milchtüte. Hier ist das vorne am Gerät dran und das ist natürlich dann auch so ein bisschen Geschmackssache. Hier ist zwar sehr praktisch, dass ihr das einfach rausnehmen könnt,
Dafür könnte ich hier aber auch irgendwie einen Liter Milch anschließen und müsste es dann nicht so oft wechseln. Ist vielleicht dann ein Vorteil, wenn man besonders viele Getränke macht und man weiß, man macht vielleicht 3, 4, 5, 6 Milchgetränke auf einmal morgens. Dann ist wahrscheinlich der EQ6 ein bisschen besser, weil ich kann mir gut vorstellen, dass einen das ein bisschen verrückt macht, wenn man das hier immer nach jedem Getränk oder jedem zweiten nachfüllen muss. Wenn ihr jetzt sagt, so, nö, wir machen eh nur 1, 2 Getränke auf einmal, mehr machen wir eh niemals, dann habt ihr vielleicht hier so einen kleinen Vorteil, weil das Ding könnt ihr einfach abklappen, schön sauber machen und wieder hinstellen. Hier habt ihr dann diesen Rüssel am Hals, der muss ja auch sauber gemacht werden. Das ist so ein bisschen, kommt dann auch auf das Volumen an, wie viele Getränke ihr zubereitet. Und das ist dann halt auch so ein bisschen Geschmackssache. Von der Reinigung insgesamt her, es ist ähnlich, ihr könnt euch das in den Einzeltest-Videos auch nochmal angucken. Mhm. Der Innenraum muss sauber gemacht werden, die Brühgruppe muss sauber gemacht werden, am besten nach jedem Tag. Ja, wir haben ja auch beides, beide Geräte sind ja auch mit eingebaut, also mit herausnehmbarer Brühgruppe. Brühgruppe. Die kann man rausnehmen, gut reinigen, dann auch, wenn man in Urlaub geht, kann man es auch mal öffnen, draußen stehen lassen, dass es da keine komischen Gerüche gibt und Schimmel entsteht. So vom Handling her ist die Brühgruppe von dem EQ6, kann man ein bisschen leichter raus und rein machen. Aber wenn man das 2, 3 Mal gemacht hat, macht das eigentlich auch keinen Unterschied mehr. Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Kriterium irgendwie heranziehen. Beide haben Fach für vorgemahlenes Kaffeepulver, würde ich bei beiden nicht benutzen, weil das irgendwie schwierig zu reinigen ist und die Getränkeergebnisse nicht so gut werden. Ja, man sieht jetzt hier auch schon wieder diesen leichten Feuchtigkeitsfilm in dem Fach. Genau, also hier ist, auch. Das ist bei beiden Geräten, bei allen Vollautomaten kann man sagen, ist es halt die gleiche Geschichte. Genau, also wir können ja nochmal die Punkte durchgehen. Beim Preis, der ist halt einfach ein bisschen günstiger. Da kann man jetzt, das ist halt einfach so. Ja. Bei der Lautstärke ein bisschen leiser. Das ist halt auch einfach so, das kann man ganz klar messen. Bei den Getränken war es jetzt so, dass uns der Espresso, dass der zwar unterschiedlich war, uns aber jeweils gut gefallen hat. Bei dem schwarzen Kaffee hatten wir unterschiedliche Testsieger. Da fand ich den aus dem Philips ein bisschen besser und ich glaube, du aus dem Siemens, wenn ich das richtig erinnere. Ich glaube ja. Bei dem Latte Macchiato habe ich entschieden, dass der aus dem Siemens besser ist. Einfach wegen der Milchschaumqualität, obwohl das Volumen halt da drüben besser war. Aber es kommt ja nicht immer nur auf die Menge an. Display ist einfach Geschmackssache, da müsst ihr gucken, also generell das Design, müsst ihr halt gucken, was gefällt euch besser. Es ist so, dass man kann immer nur sagen, was man selber davon hält, das haben wir jetzt gemacht. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass der eine besser aussieht als der andere, das ist dann einfach Geschmackssache. Ich finde die beide völlig in Ordnung und dann müsst ihr einfach gucken, was bei euch besser reinpasst, beziehungsweise wofür ihr Platz habt. Was wir noch nicht gesagt haben, was man vielleicht mal bedenken kann, ist, dass man hier bei dem Philips kann man den Wassertank nach vorne rausziehen. Das ist auch nochmal ein Vorteil, wenn man den stellt, wenn man sich das zum Beispiel vorstellt, dass ihr irgendwie jetzt einen Küchenschrank habt, wo ihr den Vollautomaten drunter stellt und der nicht so hoch ist, dann müsst ihr hier den Wassertank halt nach oben rausheben. Und bei dem Philips könnt ihr den einfach nach vorne rausziehen, das spart dann auch nochmal Platz. Das heißt, es ist auf jeden Fall der Philips so das Gerät für die Platzsparer, die jetzt nicht so die mega große Küche haben. Ja, und guck, wenn man nochmal so kurz auf den Milchschaum raufguckt, man, wie wir es schon vermutet haben, der zerfällt auf jeden Fall langsam, hat auf jeden Fall viel mehr Löcher. Und hier ist es so, ein bisschen so könnte man jetzt hier die Werbung aus den 90ern von Drei Wettertaft sagen. Und der Milchschaum hält, nachdem wir in London und Paris schon waren mit der Kaffeelatte. Ja, genau. Schön Urlaub, den Vollautomaten mitnehmen. Hält der Milchschaum, hält immer noch. Das werden wahrscheinlich nur die Zuschauer in unserem Alter plus sozusagen. Wissen alle, die jünger sind, kennen den Werbespot wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, findet ihr garantiert auf YouTube. Könnt ihr mal suchen. Genau, aber da gibt es auch nochmal diesen klaren Punkt für den Milchschaum an den EQ6. Ja, bei dem Milchschaumsystem ist es, wie gesagt, einfach auch ein bisschen Geschmackssache. Und ich hoffe, wir haben euch jetzt schon mal einen guten Überblick darüber gegeben, was die Geräte können. Wir machen noch mehr Vergleichsvideos und werden jetzt auch wieder öfter Videos veröffentlichen hier auf YouTube, weil wir mit einem anderen paar Projekten jetzt schon ganz gut weitergekommen sind. Ein paar Knoten sind geplatzt, sagen wir so. Ja, das war auch dringend nötig und ich habe zwar ein bisschen Farbe im Gesicht bekommen, aber wir haben trotzdem keinen Urlaub gemacht und hört auf, das zu fragen. Wirklich so, dass wir keinen Urlaub gemacht haben und viel gearbeitet haben, obwohl wir nicht viele YouTube-Videos veröffentlicht haben. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Wir freuen uns immer weiterhin über Kommentare, auch wenn wir nicht alle beantworten hier auf YouTube. Wir versuchen auch auf alle E-Mails zu antworten. Da kann es aber auch mal ein bisschen länger dauern, weil wir da mittlerweile auch Hunderte am Tag kriegen teilweise. Und
beim nächsten Vergleichsvideo weiß ich noch gar nicht, was wir machen. Ich gucke gleich mal ins Lager, da haben wir 40 Geräte stehen. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare, welches Vergleichsvideo ihr haben wollt. Wir haben bestimmt alle Automaten hier, mit denen ihr einen Vergleich haben wollt. Muss man meistens gar nicht drum bitten. Die Videowünsche, die kommen schon meistens von alleine. Und ich freue mich total, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann kriegt ihr nämlich auch die ganzen neuen Videos mit. Und ja, wie wir schon gesagt haben, denkt immer dran, nur wenn man oben was Gutes reinkippt, kommt unten auch was Gutes raus. Der teuerste Vollautomat bringt nichts, wenn ihr da irgendwelchen verbrannten, mistigen Kaffee reinkippt. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.